Liebe Söldnerinnen und Söldner, hier ist wieder Bilgur Söldner und ich habe mir ein paar neue schöne Sachen überlegt und zugetan. Einmal diesen dünnen, aber doppelseitigen Warbelt, wie sie so schön genannt werden, also Kriegsgürtel. Der Säbel dürft ihr vielleicht schon kennen. Das ist mein polnischer Säbel, der ein bisschen missraten ist, ein bisschen falsch gemacht wurde hier. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Problem und das kann man dann vielleicht noch verdünnen lassen oder irgendwas. Das muss ich dann auch angucken, wie gut es dann mit dem dazugehörigen Demi-Glove, der eigentlich auch auf dem Weg ist, funktioniert. So, folgendermaßen, ich habe viele Sachen schon über diese Kriegsgürtel gehört und es gibt da so ein bisschen zwei Segmente. Und ich gehöre zu einem von beiden und das zeige ich dann ziemlich klar. Man hat einerseits die historisch akkuraten, oh nein, das hat es nie gegeben, weil man hat keine Funde dazu. Und dann hat man die andere Seite, die das ausprobiert hat und merkt, scheiße, das gibt ein hier gerade in der Hüfte, in der Taille, Entschuldigung, in der Taille so einen guten Halt. Und sie sind enorm stabil, also es gibt enorm Stabilität. Man hat eine Körperpostur, die einfach besser hält. Auch an einer Rüstung, wenn sie hier zuschnürt. Ich habe es ausprobiert, einfach nur noch geil. Und ja, ich habe herausgefunden, man kann das einhändig ziehen. Mit der Schwerthandversorgung wird noch ein bisschen problematisch. Könnte es sein, dass ich mein Setup durch das ein bisschen ändere. Ich habe mich für den entschieden, bis links in der Beschreibung, auch weil er noch diese Dinge hier dran hat, diese Loops, was im schlimmsten Fall dann mal, wenn ich mir eine Scheide für das Ding noch zutun will, dann eine Scheide dranhängen könnte, die dann so seitlich hängt, wie das viel von den Ottomanen, von den Mongolen, von den, wer hat das noch alles gemacht? Wenn ich jetzt Tataren sage, bin ich ein Mongo, weil das waren bös gesagt die Mongolen. Aber es wurde von diesen Art von Völkern, Ungarn etc., wurde das gemacht. Auch von den Polen unter anderem. Oder was ich zumindest teilweise in Illustrationen gesehen habe. Wo man mit Bildillustrationen ein bisschen vorsichtig sein muss. So. Das zudem, ich gehöre ganz klar, wie gesagt, zu der Fraktion, die findet, hey, das Zeug hat funktioniert, das gibt eine saugute Stabilität. Ich finde, der Gürtel kann die Kampfperformance tatsächlich verbessern. Vor allem diese Breitgürtel. Worauf ist für mich zu achten, dass ihr hier irgendwie noch was befestigen oder durchschieben könnt, im Sinn von Dolchen, im Sinn von Schwertern, im Sinn von, wenn ihr es jetzt halt auch nur für die Mittelaltermärkte nutzen wollt, im Sinn von eurer Tasche, eurer Messer, die Sachen, die ihr so dabei habt. Oder dass ihr irgendwie eine Art das festmachen könnt, dass der Gürtel funktioniert und nicht nur als Talienstabilisator bildet. Weil ganz ehrlich, so, ich merke auch, es hält einfach besser. Weil sonst ist mir der Gürtel immer hier nach unten gezogen und ihr seht, was da passiert. Da gibt es einen Druck hier hinten drinnen und ich habe letztendlich hier hinten im Rücken, wo eh schon recht viele Leute ein bisschen ein Problem haben, in der heutigen Zeit, kommt da der Druck rein. Ihr seht auch, dass dann automatisch die Hüfte oder oftmals die Hüfte hier nach hinten geschwenkt wird. Das heißt, der Arsch wird rausgedrückt. Für Frauen ist das, mal abgesehen davon, nicht unbedingt schlecht. Und viele Frauen haben ein Hohlkreuz, sonst aber auch viele Leute haben generell ein Hohlkreuz. Und ich will hier ganz klar nicht sexistisch werden und das ist immer ein dummer Witz, dass ich da gerade klar die Antwort dazu gegeben habe. Ich bin kein Antifeminist oder etwas. Das Problem ist aber, dass diese Haltung euch auf lange Sicht den Rücken kaputt macht. Deshalb würde ich sagen, rein gesundheitsmäßig und wenn ihr es lange machen wollt, ich empfehle euch wirklich solche Doppelwelts oder halt dicke Gürtel generell. Es gibt da viel weitaus breiter als die,
die sind ja teilweise so breit, also das Doppelte von dem. Der war aber noch schon breiter als der jetzige Gürtel und ich merke das bereits. Auch, dass hier zwei Dings dran sind, zwei Schnallen, das merkt man irgendwie, dass das zwei Gürtel sind, die einfach eine Stabilisation geben, die ich vorher nicht hatte. Ich finde es auch super mit dem Säbel in Kombination, weil ich ihn rausziehen kann ohne Problem. Das ist übrigens von Gladius inspiriert, weil Scutum und Gladius hast du so und du nimmst das Gladius von der Seite und das machst du jetzt simultan. Also ja, ihr seht, man kann teilweise von verschiedenen Völkern etwas lernen. Der Grund, wie bin ich auf das gekommen? Ich musste letztens in öffentlichen Verkehrsmitteln mit meinem Säbel herumlatschen und hatte den hier drüben. Und jetzt ist der durch meine Rüstung, das gehoben, und ihr seht, was passiert. Und das ist verdammt gefährlich. Durch das habe ich mich entschieden, weil mein polnischer Säbel diese schönen Doppelgard hier hat, das zu machen. Jetzt stört er nicht mehr. Hier habe ich dann meistens meine Pfeile, hier kann ich mein Schild festmachen. Ich habe auf alles irgendwie ein bisschen Zugriff. Vorne habe ich dann noch mein Messer. Da wird dann noch mein Dolch reinkommen. Und hier habe ich meine Tasche in der Mitte. Und hier drüben eben irgendwo mein Schild. Das heißt, ich kann auch alles einigermaßen festmachen. Das sind einfach Sachen, testet das ein bisschen. Das will ich euch auch dazu anregen. Probiert ein bisschen aus. Was passt euch am besten? Und hört auf das, auf die Leute, in die Richtung ihr gehen wollt. Wenn ihr jetzt findet, ja, ich will ins Reenactment, dann hört lieber auf den Reenact und findet, ja, das mit dem Doppelgürtel, das ist halt nicht so komfortabel. Also nicht so, dann sei es drum. Dann müsst ihr euch das bös gesagt antun. So, und wenn jetzt eher Richtung Buhurd, Vollkontakt, und Vollkontakt ist eh viel mehr erlaubt als im Buhurd, ich habe dazu vielleicht noch später noch ein Video, wo ich sagen muss, diese Doppelbelt, der hat halt schon etwas. Der bringt halt auch etwas. Und das ist einfach so mal eine kurze Andings. Links in der Beschreibung, auch mein Instagram ist in der Beschreibung, falls ihr mal Interesse an ein paar Vollkontakt- und Bogenschießbildern habt. Ich bin nicht der beste Fotograf, aber so mal ein bisschen eine Illustration für Leute, die es vielleicht noch nie gesehen haben oder so. Ja, dann würde ich nur sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und tschüss.